Ja, hallo, hier ist die Andrea Sauvigny. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Freitag, sondern Sonntag. Und ich habe am Freitag keine Zeit gehabt, weil ich mit Freunden in meinem Garten gewerkelt habe. Da ist jetzt fällig gewesen, so langsam mal den Winter vorzubereiten. Und das ist sehr erstaunlich, dass wir überhaupt noch so fantastisches Wetter haben. Wir haben heute unglaubliche 25 Grad, aber es kann ja dann doch ganz schnell passieren, dass es kalt wird. Und bei mir stehen viele, viele Töpfe, die eingewickelt werden wollen und viele Pflanzen, die geschnitten werden müssen. Also Berge von Arbeit und von Grüngut, was dann anfällt. Ja, ich habe schon in Facebook was gepostet. Ich habe ja dieses tolle Gerät, mit dem ich Herzratenvariabilität messen kann. Und in diesem Zug habe ich mich beschäftigt mit dem Herz und allem, was so an elektromagnetischen Feldern im Körper ist, vom Gehirn auch und von allen anderen Organen. Und da ist natürlich bei mir dann auch gleich mal die Frage aufgetreten, welches das Organ mit dem stärksten elektrischen und magnetischen Feld ist und auch welches denn das Organ ist, das sich als erstes im Fetus entwickelt, also während der Schwangerschaft. Und da kommen eigentlich mal zwei Organe in Frage, einmal das Herz und einmal das Gehirn. Und ihr ahnt es schon, das ist bei weitem nicht das Gehirn, sondern das Magnetfeld des Herzens ist etwa 5000 Mal stärker als dasjenige des Gehirns. Und das elektrische Feld des Herzens, das wir messen können als EKG, das ist etwa 100 Mal stärker als dasjenige des Gehirns. Da nennt sich das EEG, also Elektroenzephalogramm. Und das ist sehr spannend, weil dieses EKG vom Herzen, das kann ich messen mit dem Gerät. Da hat man nur zwei Sonden in der Hand. Und es stellt sich also heraus, und das kommt von dem Herzmathematikinstitut, also HeartMath Institute in Kalifornien sitzen die. Und da haben sich ganz, ganz tolle Forscher zusammengetan, die da Unglaubliches entdeckt haben. Und die neuesten Forschungen weisen nämlich darauf hin, dass das Herz eine eigene Intelligenz hat. Sind die Forscher draufgekommen, nachdem Herztransplantationen ja zunehmend gelaufen sind und immer wieder Feststellungen gab, dass die transplantierten Patienten plötzlich ganz andere Eigenschaften hatten oder Vorlieben hatten und also andere Farben gemocht haben, andere Essen, andere Erinnerungen hatten und ganz eklatant, das hat man das immer abgetan und ganz eklatant war dann ein junges Mädchen, das ein Herz transplantiert bekommen hat und dann fingen bei dem jungen Mädchen Albträume an und zwar immer wiederkehrend derselbe. Dann hat man dem Mädchen erstmal nicht geglaubt und hat es in die Psychiatrie gesteckt. Und in der Psychiatrie hat sie das Glück gehabt, dass sie einem sehr aufmerksamen Psychiater begegnet ist. Und dem ist aufgefallen, dass der Traum so haargenau und so ins Detail beschrieben worden ist, dass das kein Zufall sein kann. Und daraufhin hat er einen Phantomzeichner von der Gerichtsmedizin bestellt und der Traum des Mädchens war, sie rennt durch den Wald, es rennt jemand hinter ihr her, der erwischt sie und würgt sie und sie sieht also jedes Detail des Gesichts und des Täters. Und daraufhin hat man dann versucht rauszubekommen, wer die Spenderin war und das war ebenfalls eine junge Frau, die im Koma aufgefunden worden ist, die gewürgt wurde und daran dann letztendlich auch verstorben ist, also im Wald. Und in der Klinik ist sie dann verstorben, sonst hätte man ja das Herz auch nicht transplantieren können. Und aufgrund dessen und der Phantomzeichnung hat man also tatsächlich den Täter geschnappt. Und das war dann Anlass für die Wissenschaftler des HeartMath Institute in Kalifornien zu forschen, was da genau ist im Herzen, weil das Gehirn war ja tot und das Herz ist nur transplantiert worden, dass da diese Erinnerungsfähigkeit, diese unglaubliche aufweist. Und dann haben sie 40.000 sensorische Neuronen entdeckt, die eine ganz andere Form haben. Bild dazu kommt gleich, als sonst, was wir sonst so im Körper haben. Und diese
sensorischen Neuronen, die denken und fühlen und erinnern unabhängig vom Gehirn. Das heißt, das Herz hat eine ganz eigene Intelligenz. Nicht verwunderlich für Herzensmenschen, die wissen das schon lange intuitiv, aber hier kommt jetzt der wissenschaftliche Beweis. Der Informationsfluss vom Herz zum Gehirn ist deutlich größer als umgekehrt. Und sensationell ist auch, dass seit kurzem identische sensorische Neuronen auch in jedem anderen Organ entdeckt wurden. Und dass sich das zeigt, dass unser Herz und unsere Emotionen ganz starken Einfluss auf jedes einzelne Organ haben. Die Anzahl der Neuronen in den anderen Organen reicht nicht aus für eine eigene Intelligenz. Im Bauch gibt es wohl auch ein Bauchhirn, ja, da hatten wir ja auch schon mal ein Video drüber gedreht. Und es ist aber das vom Herz um noch ein Vielfaches stärker. Und das heißt mit anderen Worten, du wählst die Emotion und dein Körper spiegelt diese durch seine Chemie wieder. Also auch die ganzen Neurotransmitter werden dann angeregt. Das ist also das Herz und die Emotion, die alles auslöst im Körper und nicht umgekehrt. Das sind nicht die Gedanken, sondern die Gefühle, die uns weiterbringen. Und ich kann noch so viel positiv denken, wenn ich im Unterbewussten Tretminenmuster habe und negative Einstellungen, dann wird sich diese manifestieren. Da geht es also hinzuschauen, was ist denn da so in meinem Unterbewussten los. Da haben wir ja auch schon mal ein Video drüber gedreht. Auf das Unterbewusste kann ich ja nicht zugreifen, sonst wäre es ja nicht unterbewusst. Aber ich kann wohl schauen, was in meinem Leben so läuft, was mir nicht gefällt. Und das spiegelt meine Muster wieder, die unten drunter sind. Aber oft ist es da auch ganz hilfreich, wenn das jemand ist, der einen da berät. Also wenn wir also unabhängig Zugang zu dieser Herzintelligenz erreichen, ist alles möglich, was wir fühlen können. Und der Trick ist im Grunde, sich dahin zu fühlen, wo man, als wäre man schon dort, wo man hin möchte. Und dann kann das kommen. Und noch besser wird es sogar, wenn wir Herz und Hirn, Gehirn und Herzhirn aufeinander abstimmen, also beide neuronalen Netzwerke miteinander verschränken. Und es geht also darum, die Achtsamkeit vom Gehirn ins Herz zu bringen. Also das ist ein Bild von dem Heart Math Institute, von diesen ungewöhnlichen sensorischen Neuronen, die da im Herz sind, also das Herz, das kleine Gehirn. Und hier sind diese Neuronen, sieht man, wie die in Ganglien zusammengefasst sind. Und so auf der rechten Seite seht ihr also so ein Ganglion hier, da seht ihr, da ist den Cursor, hier seht ihr solche einzelnen Neuronen, die dann auch wie in einem Gehirn hier außen in so einer Schale sitzen und innen praktisch ihre Neuriten dann langführen und in solchen Verbänden im Herz eben vorkommen. Also gar nicht so unähnlich wie im Gehirn. Und noch interessanter wird es also, wenn man sich den Ort und die Verteilung der Herzganglien anschaut, da gibt es also ein ganz eigenes Netzwerk. Und in den großen Herzkammern, hier so zum Beispiel in der linken Herzkammer, da kann natürlich kein so ein Ganglion sitzen, weil das ist ja ein riesengroßer Muskel, der dann das Blut auch durch den Körper pumpen muss. Und so sitzt es also in den Herzwänden. Also ein ganz eigenes Netzwerk und total spannend, diese neuen Entdeckungen. Und interessant ist auch, dass die zwischenmenschliche Interaktion am besten über die Herzensebene möglich ist. Und aus dieser Herzensebene, da können wir ganz außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, wie zum Beispiel eine tiefe Intuition. Also Kleinkinder bis zum Alter von 6 oder Kleinstkinder und Kleinkinder bis zum Alter von 6, die haben diesen Zugang noch. Da ist das Gehirn noch nicht so aktiv in dem Sinne, als dass die Gedanken alles steuern, sondern die sind von den Hirnwellen noch in einem Theta- und Delta-Zustand, wo alles ungefiltert ins Gehirn hineingeht und wo komplett aus der Emotion und aus dem Herz gesteuert wird. Und deswegen haben kleine Kinder auch noch diese tiefe Intuition und haben auch, was hier weiter unten steht,
diese außergewöhnlichen Lernfähigkeiten, dieses Superlearning, also die lernen ja eine Sprache einfach nur beim Zuhören, also müssen nicht die Vokabeln mühsam lernen, sondern das ist dann Learning by Doing und es geht blitzschnell. Selbstbestimmte Heilung ist dann auch möglich. Das Immunsystem wird ganz stark und mächtig. Da haben die Forscher festgestellt, dass diese Immunglobuline A, die in den Schleimhäuten sitzen, also auch in Mundschleimhaut, Nasenschleimhaut, Vaginalschleimhaut und so weiter, also auch Magenschleimhaut, Darmschleimhaut, da sitzen diese Immunglobuline A und sind ein mächtiges Immunbollwerk. Und diese Bildung dieser Immunglobuline A wird bei Herz-Hirn-Kohärenz, wenn die besteht, ungefähr um das 10- bis 50-fache verstärkt. Das ist also ganz enorm, was da passiert, ohne dass man jetzt direkt was fürs Immunsystem macht, sondern nur Herz und Gehirn verbindet. Ja, also auch die Fähigkeit des Körpers, Antigene, Anti-Aging-Gene zu triggern, also macht tatsächlich auch jünger und einen direkten Zugang zu deinem Unterbewussten zu bekommen. Hier ist auch nochmal dieses abgebildet von dem Herzmathematik-Institut. Also es sagt, Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und hier gibt es ein ganz tolles Video von dem Herzmathematik-Institut. Und das ist auch mit deutschen Untertiteln, also auch gut verständlich für alle, die kein Englisch sprechen. Kann ich nur wärmstens empfehlen, setze ich euch nachher in den Text auch gleich noch einen Link drunter. Ja, und das ist Selbstreden, da sage ich dann gar nicht mehr viel dazu. Diese Übung, die man machen kann für die Herz-Hirn-Kohärenz, ist also ein Türöffner für das Unterbewusste. Das aktiviert eben, wie gesagt, diese erste Immunabwehr, haben wir ja gerade schon gesagt, nach nur 3 Minuten. Es repariert und regeneriert unsere Erbsubstanz, die DNA, und es hebt diese Resilienz an. Das Resilienz ist ein Fachausdruck für psychische Widerstandskraft, dass man also, wenn neue Situationen kommen, besser damit umgehen kann. Und wir leben ja gerade in einer Welt des Wandels, wo wir ganz große Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Umwelt, im sozialen Miteinander erleben. Und da brauchen wir diese Resilienz. Und diese Übung ist unglaublich toll. Die kommt von den Craig Braden. Und wenn du mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir, dann gebe ich dir da gerne Informationen weiter. Ja, und jetzt wollte ich noch ganz kurz erzählen zu dem tollen Gerät. Also das ist vielleicht noch eine Folie, die auch von dem Herzmathematik-Institut kommt. Also hör auf, Angst zu haben, was falsch gehen könnte, sondern fokussiere dich darauf, was richtig gehen kann. Und das ist dann der Weg, um mit ganz großer Widerstandskraft allem entgegenzutreten, was da an Veränderungen in der nächsten Zeit auf uns zukommen wird. Jetzt nochmal zu der Herzratenvariabilität. Ich habe ja dieses unglaubliche Glück gehabt vor 2 Jahren. Also es gibt ja eigentlich keine Zufälle, wenn man wird ja da geführt und es gibt so Koinzidenzen. Und so bin ich auf diese Herzensfirma gestoßen, in der wundervolle Menschen wirken, sehr innovativ, ständig verändern. Also jetzt haben wir dann schon bald die 3. Generation von Geräten und dieses Seba ist also ein sehr lebendes Gerät, das ganz große Entwicklungen eben macht und ganz tolle Dinge aufzeigt. Und das ist dieser Seba Pro, das ist also das 2. Gerät, das zusätzlich zu dem Biofeedback eben noch diese Herzratenvariabilität hat. Und hier seht ihr einfach einige Werte aus der Herzratenvariabilität, mit der man unglaublich schon in die Tiefe gucken kann, in den, wie sieht es aus mit der Belastung, mit der psychischen, physischen und körperlichen Belastung und ist das Herz in der Lage, sich anzupassen. Das sind also ganz tolle Werte, die natürlich auch ein bisschen Übung brauchen, damit man sie lesen kann. Da braucht man also entweder eine Schulung, dafür haben wir ja auch jetzt eine Akademie. Und da könnt ihr euch auch informieren bei vitaltuning.com auf der Webseite, wenn euch das interessiert. Und ansonsten könnt ihr auch bei vitaltuning.com immer anrufen und fragen.
wer der Therapeut in eurer Nähe ist, der mit so einem Gerät schon arbeitet. Ich denke, das ist die Zukunft und es wird es sicher in absehbarer Zeit flächendeckend geben. Ja, ansonsten kann man sich natürlich auch immer an mich wenden. Jetzt haben wir hier noch eine alte ayurvedische Regel, die besagt, der erste Tag deiner Krankheit ist der, an dem du mehr Energie verbrauchst, als dass du gewinnst. Und da gibt es auch Messwerte dazu, wo man dann genau gucken kann. Sag mal, ist jetzt Zeit für Pause, Ruhe und Regeneration. Und die neueste Generation ist jetzt des Jeva Sports. Und da kann man dann also wirklich für jeden Menschen, nicht nur für den Leistungssportler, schauen, wie sieht es aus mit der Leistungsfähigkeit und der Balance, in der der Mensch sich befindet. Und diese Leistungsfähigkeit bzw. diese Möglichkeit heute bei den Top-Leistungssportlern wird also das Potenzial immer nur in der Fähigkeit der Regeneration liegen. Das ist das Entscheidende, um die Leistung letztendlich zu verbessern. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich als Hochleistungssportlerin das auch schon hätte genießen können. Wir haben bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen oft das Problem gehabt, dass wir im Übertraining waren und eigentlich völlig ausgepowert. Und da kann man heute messen. Und das Gerät wird in absehbarer Zeit kommen. So, jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und grüße euch herzlich. Und nächste Woche geht es wieder mit den Vitalstoffen rein. Tschüss!